Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So wie versprochen, wir machen mit der Story weiter und sollen unseren Ishikawa hier in seinem Dojo treffen. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Genau, da schauen wir doch jetzt mal hin, würde ich sagen. Und wir können dann bestimmt auch mal die neue Haltung ausprobieren. Die Mondkampfhaltung. Schauen wir mal, können wir da irgendwie hinporten? Wir brauchen nicht so weit gehen. Ja, machen wir eine Schnellreise hierher. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Und ihr wisst, Leute, Support ist kein Mord. So, wie kommen wir da am schnellsten hin? Das ist immer so ein Mist hier. Ich muss da hoch irgendwie. Ah, hier in dem Dorf ist es immer blöd. Ah, da oben ist ein Aufstiegspunkt. Okay. Alles so verzwickt und verwinkelt hier. Kommen wir hier hoch? Hier kommen wir hoch, oder? Hier müsste es gehen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Ah, da oben ist das Dojo. Schauen wir mal, was rumreiten. Vielleicht sind wir da schneller wie mit dem Hochklettern. Okay. Sakai. Der Weg des Bogens. Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Yoshi-Hallbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Yoshi-Hallbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Ein Pfeil, ein Tod. Wo ist er denn? Drei schlecht die Kampfhaltung. Hat den hier noch fertig. Bäm. Hier sind los, Sensei. Komm. Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Ist gar nicht schlecht, die Kampfhaltung. Hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten.
Das ist Yoshi Halbert. Der Angriff beginnt. Gibt's hier noch was zu looten? Kunai? Ist immer voll. Ja, ja, wir müssen erstmal schnell schauen, was hier noch zu looten gibt. Wo wollt ihr hin, Sakai? Ja, ich komm doch schon. Egal, ich komme, Mensch. Ein Mensch. Ja, los, gib Gas. Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Versprochen, Sensei. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Hallo, ich sterbe nicht. Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Wald der verborgenen Quellen. Okay, hier sind Pferdchen. Da sind irgendwelche Bauern. Ihr beiden, hierher. Sprich mit den Bauern. Was ist, meine Herren? Die Mongolen marschieren zum Yoshi Halbert. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. Dann bleibt man Langbogen drüben. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Ja, wo kann ich denn spät? Ach so, da. Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Hornissennester. Sehr gute Ablenkung. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Trockenes Gras. Lockt die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Für den Kurzbogen. Okay, setzt gegen Kleidung Brand. Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. Sie nähern sich. Gut, dann werden wir ihnen den Weg des Bogens zeigen. Sie kommen den Berg hinunter. Greift an. Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Erledige sie. Da sind noch mehr.
Meine Fresse. Das waren dann alle. Es ist vorbei. Noch nicht. Das Erste. Hui, ein Haufen Leichen hier. Ah, hier lebt auch noch einer. Wenn das schon richtig, Leute. Da ist sie ja. Ah, da wäre noch ein Nest gewesen. Das ist Tomoe. Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Die Subes? Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen. Meins war nicht mehr zu retten. Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Wir müssen Tomoe verfolgen. Sie hat es auf Akashima abgesehen. Sucht mich dort auf. Okay. Der Weg des Bogens abgeschlossen. Kurzbogen, Farbe, Bogenoptionen. Ah, nehmen wir die mal. Okay, dann schauen wir doch mal. Wo ist denn der jetzt? Ich sehe ihn nicht auf der Karte. Das Fragezeichen können wir auf jeden Fall machen. Ah, hier oben ist er. Okay, dann geht es dann hier oben im neuen Gebiet weiter. Der letzte Mönch, das ist eine neue Erzählung. Sie haben wir auch schon ein bisschen weitergebracht. Und hier ist auch eine neue Erzählung. Gut, Leute. ...1924, ein bisschen was fehlt mir noch. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Porten dann.
Dann das Fragezeichen noch fertig. Ein paar Vorräte mitgenommen. Okay, ich denke, wir müssen hier hoch. Ah, eine heiße Quelle, okay. Zusammen auf, doch du warfst alles fort. Wie lange wird es währen, Ryozo? Wie lange, bis die Mongolen deine Ausreden leid sind? Maximale Gesundheit erhöht. Na, das ist das neue Gebiet dann, oder? Genau, da drüben ist dann die neue Insel. Jetzt würde ich aber gerne mal schauen. 19 von 24. Befreit. Was müssen wir denn jetzt hier noch machen? Ich verstehe das nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Säule der Ehre. Hier ist aber so eigentlich nichts. Können wir trotzdem mal hier hingehen. Ja. 100 Vorräte. Die Rüstung haben wir eigentlich schon auf Max. Wir könnten vielleicht am Bogen ein bisschen was machen, dass der ein bisschen mehr Dampf hat.
mich um euren Bogen kümmern, Herr. Nimm mir kurz Bogen. Ja, machen wir das mal. Tod aus der Entfernung. Leb wohl. Euer Bogen wird den Invasoren kosten. Mich das muss interessieren. Was mir hier noch fehlt. Muss ich hier noch ein bisschen was befreien, aber was? Komoda? Könnte man nach Komoda gehen? Vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine Quest oder so? Hier ist noch jemand. Fürst Sakai, ich glaube, ich sah Fürstin Masako zum Strand von Komoda reiten. Ihr Gemahl starb dort. Und ihre Söhne. Die Mongolen sollen immer noch am Strand sein. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Mich besorgt eher, was sie ihnen antut. Aber ihr habt recht. Ich sollte sie nicht alleine lassen. Karte aktualisiert. Aha. Hier könnte es auch ein bisschen was geben. Gehen wir jetzt mal hin. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Ziemlich weiter weg. Los jetzt, Kage. Werden wir zum bestimmt noch ein bisschen was finden. Futter. Hier ist ein mongolisches Gebiet oder was? Okay. Ich wollte nur das halt schnell erledigen.
Rest machen wir jetzt auf. Bisschen Schlechterei. Ist hier noch was? Okay, da hinten sind noch welche. Muss ich wirklich mal probieren? Damit ich mit dem Langbogen kriege. Okay. Okay, was ist hier los, Mensch? Der lebt noch. Was ist denn hier los? Okay. Deine Legende wächst. Dankeschön. Alles waren die unbemerkten Atempause, Raumumstand von der Gesundheit wieder her. Okay. Ah, okay, das hat jetzt dazu gehört, dass ich irgendwas befreie. Gut, Leute, wie es dann hier weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Die Masako-Geschichte. Da machen wir uns das Fragezeichen und schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen was befreien können. Uns fehlen ja noch 4 Orte. Dann ist der Teil von der Karte auch komplett. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten
sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.